Bist du motiviert? Ja. Nice. Dann können wir weiterspielen, würde ich vorschlagen. Wir mussten jetzt ja auch lange genug drauf warten, nachdem wir das erste Wochenende ordentlich geballert haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Missionen wir gemacht haben. Hauptmission 10? 10 oder 11? Um den Dreh. Und auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viele Sidequests. Ich glaube immer Sagen noch. wir uns überhaupt an? Ja. Ah, Du bist nur taub. das ist nichts Neues. Ich glaube ganz ehrlich, wenn es nur Hauptstory-Missionen gewesen wären, dann hätten wir an dem Wochenende vielleicht das Spiel sogar durchspielen können. Davon ging ich auch eigentlich aus, weil ich tatsächlich gedacht hätte, dass es ähnlich ist wie im ersten Hyrule Warriors, dass man den Legendenmodus hat, den man durchballert und dann alles andere separat ausgegliedert. Da es hier nicht so ist, haben wir ein kleines bisschen mehr zu tun, aber ist ja auch nicht schlimm, dann haben wir einfach ein bisschen mehr von dem Projekt. Kai, geh in die Ecke und schäm dich für diesen Kommentar. Das tut meinem grammatikalisch ausgelegtem Herzen sehr weh. Aber ich bin noch komplett ungespoilert, ja? Ich auch. Die einzige Sache doch, ich bin nicht ganz ungespoilert, aber das ist Absicht. Ich habe mal geguckt, wie viele Hauptstory-Missionen es gibt, die ich euch jetzt nicht sagen werde, aber ich habe geguckt, weil ich natürlich für den Stream immer ganz gerne gucken möchte, wie viele Missionen noch kommen, weil es wäre ein bisschen doof, den Stream zu beenden, wenn nur noch eine Mission kommt und dann einen Stream zu haben, wo nur noch eine Mission drin ist. Deswegen ist es halt, ne, als Streamer immer ganz gut, dass man zumindest so ungefähr weiß, wie viel da noch so kommt, wobei ich natürlich nicht weiß, wie viele Sidequests noch kommen. Aber zumindest weiß ich, wie viele Hauptstory-Missionen es sind, damit ich das für euch ein bisschen besser einteilen kann. Das ist aber auch das Einzige tatsächlich. Gut, synchronisiert ist dein Controller, ne? Du hast noch eine Mission unten links. Ach da, stimmt. Die ist zum Schluss noch aufgeploppt und dann wollten wir die nicht mehr machen. Ganz unten auch noch einer. Stimmt, die sind noch aufgeploppt und wir dachten uns, ja nee, so langsam. Wir waren, glaube ich, auch schon ziemlich kaputt. Na gut, wir mussten jetzt leider ein bisschen warten, bis wir weiterspielen konnten. Aber Vorfreude ist ja auch was Schönes. Wen möchtest du gerne haben? Ja, bleiben wir bei Link erstmal zum Einspielen wieder. Okay. Ist das okay? Jo. Dann bleiben wir erstmal so. Na komm, Wieder bisschen so was schnell. mampfen kann man auch mal. Es ist lecker. Irgendwer muss es immer nachmachen. Ja, klar. Nee, so wie gesagt, ich hätte tatsächlich gedacht, okay, man kann es innerhalb von 3 Tagen, wir haben ja auch recht lang gestreamt, jeden Tag durchspielen. Und ich glaube, wenn es halt wirklich so gewesen wäre, dass es nur Story gewesen wäre, dann wäre das auch machbar gewesen. Weil ihr müsst bedenken, im Original Hyrule Warriors war es ja echt so, ich glaube, es waren 20 Kapitel oder so. Dann kam ja noch DLC-Stuff dazu. Die hier, Sia, Volga und Pyroma war auch DLC, oder? Und alles weitere sowieso. Also ich glaube, grundlegend, bevor dann auch noch die Wind Waker-Missionen kamen und dies und das, waren es halt wirklich 20 Kapitel. Und die hätte man halt durchaus schaffen können. Da war halt alles so strikt getrennt. Der Ganon-Mode war extra die Herausforderung, der Abenteuermodus und so. Dadurch, dass hier aber alles so in einem ist und man diese Trennung irgendwie nicht so gut machen kann und man irgendwie auch alles mitnehmen möchte, So. ne, ist es noch mal irgendwie was anderes einfach. Weil es fühlt sich so doof an, wenn da 1 Million Sachen auf deiner Karte sind, die du noch machen kannst, und du machst sie einfach nicht. Also es ist leichter, solche Missionen zu ignorieren, wenn sie in einem separaten Modus drin sind, weil dann kannst du den Legendenmodus komplett abschließen und kannst dann sagen, okay, Abenteuermodus mache ich jetzt nicht oder mache ich später. Aber wenn hier wirklich alles so auf einem Haufen ist, ne, dann kommt so ein bisschen der Perfektionist raus, der dann gerne alles machen möchte. Wieso läuft ein Huhn auf dem Feld rum? Okay. Bitte lass das Huhn in Ruhe. Außer es auf unserer Seite. Ich glaube, es ist auf unserer Seite. Das ist gut. Wie gesagt, ich finde das tatsächlich ziemlich gut, dass hier alles auf einer Karte ist, weil das für mich einfach perfekt zu Breath of the Wild passt. Weil das ist einfach. Oh. Okay. Dann nicht. Es ist einfach ein Spiel, was super viel zu bieten hat, super viele verschiedene Orte, ne? Von daher gesehen,
finde ich es eigentlich ziemlich cool, dass sie diese ganzen Orte hier... Oh, nice. ...irgendwie wieder ausgebuddelt haben und die irgendwie auch wichtig sind und dann mit Missionen versehen sind. Und es passt einfach, ne? Die Karte im Breath of the Wild ist auch total gefüllt bis zum geht nicht mehr. Deswegen ist es irgendwie sehr passend, dass sie das hier auch gemacht haben. Ich glaube, ich fände das... Also wenn sie dieses Kartensystem wirklich machen wollten, dann finde ich das gut so. Mit einem Zeitstrang. Na, okay, da hätten sie die Mission einfach aneinander pappen können, da wäre es nicht aufgefallen. Aber dieses Prinzip mit der Karte, es ist halt schon ziemlich cool. Plus es passt dann halt einfach, dass die auch gut gefüllt ist. Deswegen nehmen wir einfach alles mit, was wir kriegen können. Und gut ist, dann hat man auch ein bisschen länger was von dem Projekt. Jo. Jetzt habe ich dich in Grund und Boden gelabert. Ich habe währenddessen fast über 400 Chaos gemacht. Das ist gut. Ich bin auch mal gespannt, ob es noch DLCs gibt. Ich könnte mir halt vorstellen, solche Charaktere wie Ruto, Sheik, Darunia, ne, die es hier jetzt nicht unbedingt gibt. Oder auch Midna meinetwegen oder Fei. Ich glaube, Ruto und Darunia gibt es ja irgendwie schon hier, könnte man so sagen. Die kann man skippen. Ne, aber so Sheik, Midna, Fei, Girahim. Ich finde, das sind so Charaktere, die man ziemlich gut durch DLCs dazu holen könnte, nach dem Motto, oh mein Gott, ein Riss im Zeitraum gedöns, zack, plötzlich sind sie da. Also ich glaube, da könnte man halt wirklich auch so, wenn die Story halt an sich schon mal abgeschlossen ist, dann können sie ja auch Sachen dazu packen, die nichts zur Breath of the Wild Story beitragen. Mhm. Deswegen könnte ich mir halt schon vorstellen, dass solche Charaktere dann durch DLCs dazu kommen könnten. Dann ist es halt so ein bisschen nicht mehr ganz im Kontext drin. Mal gucken. Problem ist halt generell bei solchen Warriors-Spielen, die ich gerne mag, ich würde sowieso alles an DLCs kaufen. Bin da leider ein hoffnungsloses Opfer bei sowas. Da waren meine Frames weg. Also ich bin legit gerade die ganze Zeit nur durch die Gegend gerollt. Huch. Ach, müssen wir Moldora hier auch noch besiegen? Ja. Was war das? Bomben? Oh, nice. Ja, der Hyrule Warriors 1 DLC war super. Also ich weiß gar nicht, was da alles so dazugekommen ist, aber es war halt echt viel. Viele, viele Charaktere, unter anderem die Vara Midna. Alleine dafür würde ich schon immer wieder Geld ausgeben. Halt die neuen Missionen im Story-Modus teilweise, die waren auch eigentlich ziemlich cool. Und halt die ganzen Abenteuer-Maps, ne? Also das Spiel, man muss halt echt dazu sagen, Hyrule Warriors 1 hätte nicht noch mehr Content gebraucht. You want ice? Explodiert? Oh no! Jebaited! Ist er an deinem... Doch, er hat dein Eis getroffen, oder? Ist er meinem Eis vorbeigeflogen, oder nicht? Hm. Also wie gesagt, ich glaube halt echt, ne, dass es nicht mehr Content gebraucht hätte, aber ich finde voll gut, dass es das bekommen hat. Die Fire Emblem Warriors DLCs waren eher so... Hm. Das waren einfach ein paar Charaktere, oder nicht? Ja. Und so eine Map. Ein paar Charaktere, die sich gleich gespielt haben. Ja! Aber ja, mal gucken, was so als DLC kommt. Genau, die Energieleiste bei den Gegnern kann man einstellen. Ich finde das tatsächlich ziemlich gut. Ich kann verstehen, dass man damit vielleicht nicht so gut klarkommt. Ich habe es aber auch beim ersten Hyrule Warriors schon eingestellt, weil ich es einfach für mich persönlich ziemlich gut finde, zu sehen, wie viel KP die kleinen Pizzle-Gegner noch haben. Ich weiß nicht, das mag ich einfach lieber, das zu sehen. Ich finde auch nicht, dass es wirklich chaotisch oder störend ist, dass die diese Energieleisten haben. Die stören sie auch nicht, oder? Nö. Ich habe ja auch gesagt, dass wir sie reinmachen sollen, von daher. Ja. Es ist aber das erste Mal, dass ich lese, dass jemand meint, es wäre chaotisch, dass die da sind. Ich glaube, er will auf dich zu rasen. Nice. Also bislang hat sich nie jemand darüber beschwert, dass die eingeblendet sind. Oh, und tschüss. Von daher gesehen... Wie nicht tschüss? Er lebt noch. Er hat gebetet. Ja eben, ich finde das halt auch extrem praktisch, weil die kleinen Gegner halt auch mal was aushalten. Und ich weiß halt gerne, so wie der, zack, tot. Hat nur noch ein KP gehabt. Und die anderen halten dann... vielleicht mal ein bisschen mehr aus. Also... Weiß nicht, ich finde das für mich einfach, ich glaube, die großen Gegner haben halt sowieso immer eine Energieleiste. Aber ich finde das bei den kleinen für mich persönlich einfach sehr angenehm, das auch zu sehen.
Kann es sein, dass Pott das Huhn war, was ich gesehen habe? Vielleicht. Eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Jo, die Gegner. Ja. Und man kloppt nicht auf Leichen rum, das stimmt. Das ist auch ganz praktisch. Ist generell nicht zu empfehlen. So. Da haben wir die schon mal nachgeholt. Das war 1091 von den Boblin-Urkunden. Oh Gott. Was man hat, das hat man. Ich muss sagen, ich fand meinen Move die ganze Zeit richtig cool. Ich bin nur durch die Gegend gerollt mit dem einen Angriff. Echt? Ja. Ich hab, das ist die starke Dash-Attacke von ihm mit dem Schwert. Ich habe logischerweise eher auf mich geachtet. Ist einfach nur Wii, 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 Special. Wii, 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 Special. Bleiben wir so? Ja. Ach komm, wir nehmen einfach mal ein paar verschiedene Sachen mit rein. Ja, vielleicht kriegen wir ein Achievement für einmal alle ausprobieren. Oh wait, ist das Nintendo? Ich möchte übrigens eine Anmerkung machen. Ich habe die Streams geschnitten vom Wochenende, die drei. Es sind 19 Parts geworden. Allerdings habe ich auch 30 bis 40 Minuten Parts daraus gemacht, weil du ja nicht unbedingt in den Schlachten cutten möchtest. Das ist also gerade bei den Hauptstory-Missionen hast du ja die Cutscene vorher, die Schlacht, die Cutscene danach. Klar, ich habe auch schon mal in der Schlacht gecuttet, aber ich mach's halt eher ungern bei solchen zusammenhängenden Missionen. Deswegen sind die Parts halt schon echt lang geworden. Ich finde, das kann man bei dem Projekt aber auch gut machen. Wenn du jetzt, keine Ahnung, Pokémon hast, kannst du auch mitten auf der Route mal eben cutten nach 20 Minuten. Ich finde, hier hat es sich auf jeden Fall angeboten, die Parts ein bisschen länger zu machen. Eine Leune. Ist das Bombe? Aua. Da ist Mifa natürlich nicht unbedingt der beste Charakter, weil er nicht unbedingt so viel Schaden macht. Aber okay. Auf jeden Fall habe ich halt sehr viele Parts geschnitten, weil ich einfach finde, dass es sich bei dem Projekt auch irgendwie anbietet. War das Eis oder war das... es waren doch Bomben. Ich kann das nicht sehen durch den Splitscreen. Ja, das ist manchmal ein bisschen schwer zu sehen, ne? Ich glaube, ich komme aber erst zu dir. Ich kriege den alleine nicht kaputt. Sollen wir tauschen? Ich weiß nicht. Sonst können wir auch einfach zusammen vielleicht lieber kämpfen. Ich dachte, wir können uns vielleicht effektiv aufteilen, aber das klappt irgendwie nicht so gut. Ja, gut. Du hast da jemanden mitgebracht. Ja. Ich nehme den mal mit. Jetzt ist Bomben. No! Ziel tiefer! Habe ich getroffen? Na, ich hab den Hinox getroffen dahinter! Das stimmt, das war sehr nett von dir. Ja, gerne. Oh, nice. Können wir uns noch drauf bühlen. So, wer ist? Nein, Eis! Das ist nicht Eis, verdammt. Oh. Hör auf zu werfen! Du hast Hinox schon wieder getroffen! Das wollte ich nicht. Moment, ich muss noch ein bisschen weiter weggehen. Ich kann in dieser engen Stelle nicht kämpfen. Ich glaube, ich war ein bisschen zu spät mit meinem Modul. Also für solche Missionen, wenn es bergab geht, ist der Splitscreen hervorragend. Sie sehen nichts. Das hat fast schon Schaden gemacht. Was ich eigentlich sagen wollte. Die Missionen, die Parts, wo es Story gibt, kein Ding. Die Cutscenes sind ja echt schön. Da kann man echt gut Bilder fürs Thumbnail rausfischen. Aber die Parts, wo es keine Story gibt. Ist der Magnet, scheiße. Ich konnte es nicht sehen. Das ist tatsächlich echt nervig mit dem Splitscreen. In manchen Situationen, wenn ich nicht sehen kann, was ich benutzen muss. Wenn er rollt, ist es immer das Stoppen. Na, das ist jetzt Magnet. Echt? Der kann auch Magnet? Der hat gerade was auf mich geworfen, ja. Ah. Vor allem Splitscreen, wenn es bergab geht, ist halt sowieso nervig, weil du teilweise einfach im Boden drin hängst mit der Kamera. Plus, du kannst ihn eben noch finishen, oder? Zack. Plus, man hat es gerade echt gut gesehen, dass Mifa teilweise im Boden einfach drin hing. Und dann kann ich teilweise nicht so gut sehen, dank dem Splitscreen, was ich einsetzen muss. Das ist ein bisschen suboptimal, aber okay.
Auf jeden Fall ist es tatsächlich sehr schwierig, wie gesagt, für solche Parts, wo nur solche Sidequests sind, irgendwelche Thumbnails zu finden, weil du bist halt permanent in Bewegung, ne? Ja, das brauchen wir sein müssen. Versuch da mal irgendwie überhaupt, aua, was zu finden. Jetzt Eis. Es ist zu schwer, mit Linksmodulen zu treffen. Wo du stillstehst und wirklich einen guten Screenshot machen kannst. Und versuch mal was zu finden, wo das im Splitscreen dann nicht aussieht wie totale Macho-Pampe. Also das ist echt schwierig. Ich finde, Linksmodule zu treffen ist mit am schwersten. So, darüber wollte ich mich eigentlich... Das ist Bombe. ...die ganze Zeit über schon beschweren. Do it! Kann ich. Jetzt kann ich. Aber ich kam nicht dazu. Könnt ihr die Symbole vielleicht besser erkennen, wenn die Gegner anvisiert? Wir visieren die Gegner die ganze Zeit über an. Permanent. Zumindest alle großen Gegner, weil das sonst echt nervig wäre, die zu bekämpfen. Mhm. Ich finde, die Anvisierung ist manchmal nicht ganz so gut sichtbar, dass die tatsächlich anvisiert sind. Mhm. Aber sie sind anvisiert. Okay. Aber das war jetzt auch vom Niveau her recht hoch im Vergleich zu unserem Level. Und wir hätten vielleicht uns nicht aufteilen sollen. Hat gut funktioniert eigentlich am Anfang. Wie gesagt, Mifa mag ich super gerne, aber nicht, um einzelne Gegner runterzukloppen. Okay, dann haben wir die zumindest auch noch mal eben nachgeholt. Vielleicht kommt noch eine neue. Das habe ich ja damit nicht ausgeschlossen. Aber nein. Bleiben rechts können wir was machen. Ja. Da nehmen wir das noch mal eben mit. Für die Fee. Oh, diese Kraft! Yay! Yay! Ich glaube, sonst haben wir nichts. Okay. Dann Hauptstory. Die Quelle des Mutes. Ja, stimmt. Wir sollten ja die verschiedenen Quellen jetzt aufsuchen. Ich glaube, ich schnapp mir jetzt mal Impa. Königliche Beraterin Impa, bereit? Rosa. Ich bin dabei. Warum auch nicht? Okay. Das war jetzt auch keine Kritik von mir. Ich wollte nur sagen, dass wir das mit dem Anvisieren durchaus nutzen. Nur es sieht im Singleplayer nicht ganz anders aus. Der Splitscreen ist weg. Ansonsten sieht alles komplett gleich aus. So ist es ja nicht, ne? Sieht nur mehr. Ja, eben. Also es ist jetzt ja nicht ein komplett anderes Interface im Singleplayer. Und wie gesagt, es war von mir jetzt auch gar nicht böse gemeint. Ich wollte damit nur sagen, dass wir den Tipp nicht befolgen können, weil wir ihn quasi schon befolgen. Alles gut. Dann Storytime. Es ist also wahr? Ja. Zeldas nächster Geburtstag wird der Tag sein, an dem die Verheerung zurückkehrt. Ja. Die Fotoanalyse lässt fast keinen Zweifel. Dann bleibt nicht viel Zeit. Zelda! Ach. Du wirst gemeinsam mit den Rittern zur Quelle des Mutes aufbrechen. Ganz gleich, was dafür vonnöten ist. Erwecke die Kraft in dir, bevor die Verheerung zurückkehrt. Ja. Aus den Aufzeichnungen des Wächters hatte König Roam erfahren, dass die Verheerung Ganon an Zeldas 17. Geburtstag wiederkehren würde. Daraufhin befahl er ihr, sich unverzüglich zur Quelle des Mutes zu begeben, um dort ihre Macht zu erwecken. Wie alle anderen Bewohner Hyrules waren auch König Roam und Zelda von der Furcht vor der sich anbahnenden Zerstörung nicht verschont geblieben. Piti ist noch 16. Ist eigentlich der Erzähler der gleiche Sprecher wie der vom König? Könnte sein. Könnte ungefähr zumindest hinkommen. Also ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, das arme Kind so unter Druck zu setzen, weil es letztendlich dann erst recht nicht funktionieren wird. Aber sagt es ihm nicht. Ich werde alles tun,
was in meiner Macht stehen mag. Selbst wenn es nur die Entschlossenheit einer untalentierten Prinzessin ist. Ja, so wie ich es mir immer und immer wieder schwur. Wie dem auch sei. Selbst die Erforschung der Relikte wird vergebene Mühe sein, wenn mir die Kraft fehlt. Alle anderen kommen ihren Pflichten nach. Ich bin die Einzige, die zu gar nichts taugt. Euer Hoheit. Hallo? Wieso legen wir nicht ein kleines Päuschen ein? Weil ich bin nämlich ganz schön hungrig. Impa. Die Zeit läuft uns davon. Was? Das Umstandskleidchen von Zelda. Finde, sie sieht schön damit aus. Sie ist viel zu locker. Also viel zu weit einfach. Solche Kleidchen sind aber gerne mal ein bisschen lockerer. Wobei ich dazu eine richtig traurige Story aus der Apotheke erzählen muss. Können wir nochmal, bevor du deine ganz traurige Geschichte erzählst, darüber reden, dass mir Zelda einfach unglaublich leid tut? Nicht nur, dass sie von ihrem... Verständlicherweise. Nicht nur, dass sie von ihrem... Also, ja, natürlich ist es wichtig, dass sie ihre Kraft erweckt. Logisch. Aber es hilft halt nicht, sie so unter Druck zu setzen. Und das mit ihrem Vater tut mir so leid, dass der sie so unter Druck setzt, obwohl er wahrscheinlich gar nicht unbedingt will. Und sie setzt sich selber einfach so unter Druck und redet so schlecht über sich. Es tut mir einfach so leid. Und das stimmt ja noch nicht mal. Sie taugt ja zu was. Ich meine, wenn ich bedenke, was sie in Breath of the Wild so über sich ergehen lässt, ne? Mhm. Ist das schon bewundernswert. Also Zelda ist hier echt sehr sympathisch, aber auch ein echt armes Schwein. Definitiv. So, gib den das Ding her. Was ist denn deine Apothekengeschichte? Und zwar hatte eine Kollegin, eine Kundin, der hat sie halt was verkauft und ist dann halt hier noch so ein bisschen gegangen, weil die hat irgendwelche Medikamente, die sie nehmen oder ob sie schwanger sind. Dann meinte die Kundin, nee, ich bin nur dick. Oh nein! Und dann meinte die Kollegin, nein, das wollte ich damit nicht sagen, ich muss halt nur ausschließen, dass sie schwanger sind bei dem Medikament. Oh nein! Das fand ich richtig sad. Das wollte sie wahrscheinlich so gar nicht meinen und es kam dann wahrscheinlich ein bisschen blöd rüber. Ich lauf nach rechts. Okay, Moment, das ist deine Richtung. Dann laufe ich in deine Richtung. Nur wie gesagt, diese Kleidchen liegen ja auch gerne mal ein bisschen lockerer. Ich meine, es gibt ja wirklich die, die eng anliegend auch sind, aber es gibt ja auch welche, da willst du eben nicht aussehen wie so eine Presswurst. Sind dann eher so, ne, ein bisschen lockerer, anliegend. Also ich finde Zelda generell hübsch. Ich finde ihr normales Design echt hübsch. Ich fand ihr Winterdesign hübsch, was ihr bei Revali hatte. Das habe ich jetzt auch nochmal beim Partschneiden gesehen. Und ich mag auch ihr Kleid. Und das von der Zeremonie. Ich fand, das sah auch echt schön aus. Habe ich ihn jetzt noch? Vielleicht habe ich ihn noch getroffen. Das ist übrigens auch die Sache, von der ich, ja mal in Anführungsstrichen, Angst habe, dass mir das jemals passiert. Wenn ich dann wirklich zu einer Dame sage, dass das Schwangere nicht nehmen dürfen und sie mir dann sagt, halt, sehe ich aus, als wäre ich schwanger. Ich denke mir auch nur noch so. Yikes! That's not what I wanted to say! I'm sorry! Ja. Aber, um mal von deiner wunderbaren Apotheken-Story wieder wegzukommen, wenn ich darf. Ja, klar. Ich fand, in Breath of the Wild tat mir Zelda halt irgendwie auch schon ziemlich leid. Da hattest du ja auch schon so ein bisschen was erfahren. Mhm. Gerade, dass sie halt auch so lange die Stellung halten musste, ne? Während quasi all die anderen Leute es nicht ganz so gut hatten. Nennen wir es mal so, gerade in Bezug auf die Recken. Also es tat mir halt schon da extrem leid. Da hat man ja auch so ein bisschen ihre Schritte zurückverfolgt, meine ich. Ich glaube, du hast diese Quellen ja auch aufgesucht. Genau, und die ganzen Erinnerungen. Ja,
Also da hast du es halt auch so ein bisschen mitbekommen, aber jetzt so die Szenen wirklich nochmal zu sehen und mitzuerleben, ist schon nochmal was anderes. Komm ich bis an das Fass? Jawohl. Alles zerlegt. Oh, da ist noch eine Truhe. Also das Storytelling ist echt gut. Deswegen finde ich es so witzig, dass im Vorfeld einige Leute meinten, dass das ja nicht funktionieren kann. So ein Hyrule Warriors tatsächlich mit einem Fokus auf der Story. Oh, ich finde es lang. Mhm. Klappt das eigentlich ganz gut. Ich habe nichts gesehen und dann war ich plötzlich in Brand gesteckt. Das ist meistens nicht so gut. Nee. Hallo, Gracie. Du hast nur seltsame Jan-Geschichten verpasst. Alles gut. So. Ab und zu mal gucken, ob ich noch irgendwo einen Krog sehe, aber... Wenn die halt random sind, okay. Wenn sie halt wirklich fest sind, müssen wir mit einem Guide irgendwann mal durchgehen. Mhm. So. Was ist jetzt die nächste Story-Mission? Wir haben die Punkte eingenommen. Ah ja, bei dir irgendwo. Ich kämpfe gerade gegen den Blitzmob, weil er mich einfach konnte ignoriert. Ich habe auf ihn eingeprügelt und er läuft einfach weiter. Ach so. Ja, dann. Willst du bitte deine Hand auf meiner Fresse nehmen? Was war das? Wobei ich jetzt schon öfters mal gelesen habe auf Twitter, ich meine, Twitter ist für sowas leider eh immer ziemlich toxisch, aber allgemein, dass es auch einige Leute gibt, die sich das Spiel gar nicht gekauft haben, weil im Vorfeld durch die Demo wohl auch schon bekannt war, dass das Spiel so herbe Frame-Probleme hat und das auch nach Release halt teilweise bestätigt wurde und dass Leute dann deswegen meinten, sie haben überhaupt keinen Bock drauf, das Spiel zu spielen, wenn es so schlecht läuft. Was ich schade finde. Weil ich finde, so schlecht läuft es jetzt wirklich nicht. Es ist gut spielbar. Wenn du nicht ja den Zweispieler-Modus spielst, sowieso. Soll ich nach unten laufen? Jo. Und ich weiß nicht, es kommt bestimmt noch auch ein Patch irgendwann. Jetzt hat er so viel Schaden genommen. Ja, also Spiele haben bei Release halt öfters mal so ein paar Problemchen. Ist jetzt, ist hier noch irgendwas in der Ecke eigentlich? Die Kinderkrankheiten, wer kennt sie nicht? Ja, also klar, ich fände es natürlich auch schön, wenn sie das behoben hätten. Ich will nicht wissen, was die PlayStation 5 alles für Probleme jetzt zum Beginn hat. Ja. Aber wie gesagt, ich finde jetzt nicht, dass das Spiel irgendwie unspielbar ist oder so deswegen. Nein. Weil es in einem Special mal ein kleines bisschen rumhängt. Die Sache ist, ich habe mir das auch mal angeguckt im Einspielermodus. Also die erste Mission musste ich ja im Einspielermodus spielen, als ich die Parts bearbeitet habe. Die Sache ist, es ist ja nicht, dass es unbedingt laggt. Es ist halt einfach in der Bewegung. Moment, ich habe es genau gesehen. Ich hänge am Zaun fest. Oder eher an der Tür. Da. Es ist halt in der Bewegung nicht gestochen scharf. Mhm. Also auch wenn ich mir so ein bisschen die Umgebung angucke. Wo muss ich hin? Ich muss warten, dass Zelda da hinkommt, aber Zelda guckt sich gerade lieber die Fledermaus hier oben an, die ich nicht erreichen kann. Ah, I see. Also ich meine, es ist halt manchmal einfach nicht gestochen scharf. Weder jetzt das ganze, die ganze Umgebung, wenn ich mir jetzt diese Palme hier angucke, die ist jetzt auch nicht die oberste Priorität, die es gibt, wenn ich sehe, die oberste Qualität, die es gibt, wenn ich sehe, dass Teile von ihrem Stamm in sie wieder reingehen, wenn der Wind weht. Also wenn man mal so ein bisschen hier guckt, die backt halt schon irgendwie so ein bisschen rum, ne? Diese Palme. Der ist gerade wirklich nicht weitergegangen, weil da eine Fledermaus war. Aber wisst ihr, diese Palme ist am Rumglitschen. Aber okay, da sagt keiner was gegen diese Palme an sich. Aber wehe, diese Palme wäre 1:1 so in Pokémon Schwert und Schild gewesen. Die wäre 1 Million Mal auf Twitter gewesen, als Beweis dafür, dass das Spiel schlecht ist. Ich sag's euch. Gut. Yikes. Bei Pokémon Schwert und Schild haben sie doch jeden Baum gescreenshottet. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, habe ich schon wieder... Nein, jetzt weiß ich es wieder. Dass das Spiel halt einfach nicht gestochen scharf ist, sobald du in der Bewegung drin bist. Und das ist vollkommen normal, weil ich glaube, die Switch packt halt auch einfach nicht unbedingt mehr. Es ist eben keine PS5.
Und es war halt auch beim ersten Hyrule Warriors schon nicht anders. Und es ist auch nicht nur im Zweispielermodus so, auch im Einspielermodus, wenn du dich da flott bewegst und viel machst, dann ist es auch nicht gestochen scharf. Das hat nicht unbedingt was mit dem Zweispielermodus oder mit Performance-Problemen zu tun. Das ist halt einfach irgendwie so. Und ich finde das halt auch überhaupt nicht so schlimm, weil ich mich eh aufs Spielen konzentriere. Ich gucke doch, während ich den Moblin hier runterkloppe, nicht, ob der dritte Grashalm von links wirklich scharf ist oder nicht. Da habe ich überhaupt keine Zeit für. Das verfehlt irgendwie auch so ein bisschen den Zweck des Ganzen, oder nicht? Ich meine, klar, es sollte auch nicht zu massiv sein. Ausgezeichnet! Aber ich finde es einfach schade, wenn Leute wirklich nur auf sowas achten, weil es hier halt echt nicht so dramatisch ist. Ja, wo läufst du hin? Falsche Richtung. Oh, hier ist noch ein Moblin. Flup. Macht euch bereit! Ich kümmere mich darum! Also ich finde, das Spiel macht sehr viel Spaß. Ob es mir jetzt besser gefällt als das erste Hyrule Warriors, keine Ahnung. Dafür habe ich nicht genug gesehen, wenn ich bedenke, wie viel Zeit wir in das andere gesteckt haben. Aber es macht sehr viel Spaß. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Stasis? So. Zelda, you coming? Irgendwas mit einem umgekippten Baum. Ich habe einen Baum gefällt. Ah, hier müssen wir jetzt hin. Ich habe hier auch noch einen, aber den kann ich... Okay. Der ist schon umgekippt. Ach so. Okay. Ein Gott zu Zelda. Dann komme ich zu dir. Hey, so soll es sein. Hä? Aber das haben wir doch. Oder ist das noch ein dritter Baum? Ah, da ist noch ein dritter. Aha. Ah ja, bin ja schon da. Bomb ihn von der anderen Seite, sonst kommst du nicht durch. Oh, ich muss ihn bomben? Ja. Eine Bombe! Vorsicht, Explosion! Mhm. Talandriel, Dankeschön für 6 Monate Treue. So. We are safe. Zelda raus eskortiert. Oh no! Ich mach sicher gleich die Tore auf und dann kommen 3000 Gegner rein. So, Zelda muss sich auf jeden Fall ausruhen. Blümchen sehen aber hier sehr schön aus. Ach, du bist das da hinten. Im Moment keine Monster wahrnehmen, okay? Hm. Hast du den rechten Weg und nicht den unteren? Ja. Das heißt, wir müssen jetzt Zelda verteidigen? Scheinbar. Oh, das... Das wollte ich nicht, ehrlich gesagt. Da ist der. Aber ist in dem Fall auch in Ordnung. Ich wollte eigentlich ein anderes Modul benutzen. Oh, tschüss, Pyromagus. Ich habe hier einen blauen Moblin. Den habe ich auch noch hinter mir irgendwo. Hallo, Blitzmoblin. Ich bin auch echt mal, wie gesagt, gespannt, wie umfangreich das Spiel ist. Also nicht nur, wie viele Hauptmissionen es gibt, weil da habe ich ja schon mal so ein bisschen geguckt, damit wir planen können, sondern eher, wie viele Sidequests es letztendlich gibt. Oh, nice. Der Blitzbombe ist anfällig gegen Eis. Oh. Was ist hier jetzt noch? Ach, da. Der Pyromagun. Wobei ich das letztens ein bisschen fragwürdig fand, das war glaube ich, war das gestern oder so? Da hatte jemand auf Discord gepostet ein Bild, wie er den Stream guckt. Was ja an sich, finde ich eigentlich immer voll cool, wenn Leute so ein Bild posten. Hey, hier mein Kaffee, hier mein Monitor, ich gucke jetzt ganz entspannt eure Streams. Finde ich immer voll cool zu sehen auf jeden Fall. Problem ist, dass man daneben halt den Bildschirm von Hyrule Warriors sehen konnte mit der World Map und da ganz viele Sidequests drauf zu sehen waren. Weil die Person, glaube ich, schon ein ganzes Stück weiter ist als wir. Dementsprechend konnte ich dem entnehmen, dass es wohl sehr viele Sidequests sein werden. ach, da bist du. Boah, ich gucke gerade den Blitzmoblin eben noch runter.
nichts am Gegner hattet. Okay. Ich dachte, ich gehe dir kurz helfen. Vielen Dank. Dann gehst du noch zu dem Blitzpyromagus. Ja. So soll es sein. Why not? Das ist ja auch noch eine Festung. Okay. Ich bin nur mal kurz selber gegangen, um zu gucken, ob da irgendwas ist, aber jetzt kommt sie auch angelaufen. Okay. Okay, wir müssen bei dir vorbei. Kamera, was tut? Warum ist da oben eine Kiste? Manchmal liegen einfach Kisten rum. Ah, das ist so eine Monsterkiste auch. Okay. Kannst du den oberen noch mitnehmen? Den oberen orangefarbenen Punkt? Das ist Zelda. Ach so. Dann kannst du sie auch gerne mit Huckepack nehmen. Ich kann sie mir gerne mitnehmen, ja. Das ist auch okay. Und hallo an die, die noch eintrudeln. Freut mich, ganz rechts, dass ihr auch mit zuschaut. Was ist das? Ich weiß es nicht. Oh, hier ist schon wieder ein Baum. Kann ich den schon irgendwie bearbeiten? Der ist irgendwie umgekippt, aber anders kommt man da ja auch nicht durch. Oh, hi. Was hast du denn gefunden? In einer Kiste. Okay. Ich laufe schon mal auf die rechte Seite rüber. Ja. Und guck mal, was da ist. Ich habe das Gefühl, dass wir das da wahrscheinlich da als nächstes holen müssen. Wie bitte? Ja, das ist mein Baum. Aber ich finde die Map an sich, die ist sehr simpel, aber die ist sehr atmosphärisch. Mit dem Regen. Also ich finde, das sieht sehr cool aus. Hilft Zelda zu fliehen. Ach, es ist ein Mechanismus zum Wasserausschuss. Ich habe mich schon gewundert. Hm. Was das denn sein soll. Kann ich jetzt was fluten damit? Also quasi ein Hydrant. Ja, interessant. Da weiter. Aber man gewöhnt sich irgendwann auch echt gut an den Splitscreen. Am Anfang ist es immer so ein bisschen ungewohnt, dann wirklich auf deine Seite zu achten, zum Zuschauen wahrscheinlich auch. Aber so mittlerweile. Was? Wurde einfach zurückgeportet. Okay. Dann eben der schwarze Hydrox. Und die Sache ist, Solo-LPs. Da. Ich hab ihn schon. Okay. Gibt's davon ja mit Sicherheit viele. Da sind wir einfach ein bisschen special. Yes. Ich habe gemerkt, durch Specials haust demnächst seine Schwachpunktleiste runter. Oh. Weil dann die Schwachpunktleiste verschwindet währenddessen. Interessant. Ich kann ihn trotzdem specialen. Ja, will auf jeden Fall. Dann kannst du mir noch Schaden machen. Ich kann mitmachen. Und ich sag mal, niemand hat so einen trolligen Partner zum Spielen wie ich. Von daher gesehen. Und tschüss. Willst du dich zu uns stellen? Yes. Zu Wächterli, Link und meinen Schwestern? Seid ihr alle unverletzt? Zum Glück. Das haben wir euch zu verdanken. Ohne eure Erkenntnisse. Aber nein. Unser aller Zusammenarbeit war der Schlüssel. Hört mal her, euer Hoheit. Ja? Prinzessin Zelda, ihr sagt, dass ihr die Einzige wärt, die nicht ihren Beitrag leistet. Doch das ist einfach nicht wahr. Gerade eben habt ihr uns alle gerettet, zum Beispiel. Eure Forschungen werden mit absoluter Sicherheit nicht vergebens sein. Dank, Impa. Und dennoch.
Ich werde bis zum Letzten kämpfen, um meine Bestimmung zu erfüllen. Es gibt keinen anderen Weg. Impa ist Best Girl. Was? So schnell war die Stadt gerade, so vor einer Viertelstunde gebraucht. Was passiert da auf dem unteren Bild gerade? Ich sehe nur Blitze. Ich glaube, ich schocke da auf deinem Bild aber auch. Ich glaube, ich schocke gerade irgendwo in deiner Nähe den Hinox. Okay. Nein, Impa ist echt süß. Das waren 15 Minuten. Es hat sich irgendwie schneller angefühlt. Oh, zwei verrostete Waffen. Können wir gleich mal abgeben. Wir haben ja noch eine. Mhm. Achso, wir haben nach dem letzten Stream wieder alles durchgeguckt. Auch, oder? Ich, du, irgendwer. Du. Irgendwer hat's getan. Oh, Sternstückchen. Und was sind da? Irgendwelche Kram haben wir neu bekommen. Ach, da. Drei. Okay. Okay. Und eine Eiertorte. Ja. Mehr Materialien. Vor allen Dingen, es sind Eier drin, Weizen, ich habe keine Ahnung was, und Butter. Ja, also Mehl, Ei, Zucker und Butter. Das war nicht so. Eigentlich ist das einfach nur so ein richtig basic Kuchenteig, oder? Ja, schon. Mit Ei drin, weil ich glaube, Ei kommt normalerweise, oder? Doch, kommt auch rein. Echt, in normalen Kuchen auch? Ja. Okay, und kriegst du so genervt? Ich weiß nicht. Ich würde das Gespräch schnell beenden, bevor vielleicht noch ein Gespräch kommt. Kommt aber keins. Man weiß ja nie. Nein, aber in Kuchen kommt Ei rein. Du kannst natürlich auch immer Eiersatz reintun, so ist es ja nicht. Ne? Ob du jetzt gequillte Leinsamen reintust oder Apfelmus oder Banane oder Joghurt, whatever. Aber in Kuchen kommt sehr, sehr, sehr oft Ei rein. Okay, Fragezeichen. Man merkt, wer in diesem Haushalt backt. Mhm. Aber ist auf jeden Fall bei Schloss Highwool die nächste Mission. Mhm, die Verheerung. Oh, meinst du, die erwacht schon? Weiß nicht. So, ich gehe jetzt erstmal einmal kurz entrosten.